Herzlich willkommen bei TipTapTube zu diesem Video. Hi. Ey, heute wird's richtig geil. Mama wird uns gleich... Für mich nicht. Nee, für Mama nicht so. Aber für dich und mich könnte es richtig geil werden. Wir müssen es aber auch natürlich anstrengen. Was machen wir heute? Preis erraten, wenn wir uns erregen, kriegt man es. Mama wird uns gleich im Laden irgendwas in die Hand drücken. Ich würde keine ganz billige Sachen in die Hand drücken. Also, kurzes Beispiel. Mama hat irgendwo ein Red Bull zum Beispiel. Oder Schokolade. Okay, Schokolade. Mama hat so eine Tafel Schokolade in der Hand, gibt uns die. Wir müssen überlegen und raten, was sie kostet. Wenn wir es richtig erraten, kauft Mama uns diese Schokolade. Aber nicht nur günstige Sachen, okay? Auch ein paar teure Sachen reinbauen, damit es spannender ist. Schuhe und so. Spielsachen haben die auch. Ist ja gerade Spielsachen gesagt. Lego! Willst du ein bisschen Playmobil spielen? Gerne. Okay, let's go. Da gibt's auch Fernseher, da gibt's alles. Da gibt's Konsolenspiele, da gibt's richtig. Da gibt's so viele. Okay, wir gehen rein. Komm, geh mal ein bisschen Risiko ein. Ein kleines Risiko eingehen für uns. Für deine. Ich hoffe, sie haben keine Brüder, Handys. Brüder wahrscheinlich. Für deine meine Brüder? Deine Söhne meine ich natürlich. So, komm, wir wollen los. Ich habe jetzt eine Karte. Was denkt ihr, wie viel da drauf ist? 10, oder? Entweder sie macht so richtig 10 Euro locker, weil sie nicht will, dass wir viel Geld bekommen im PaySafe. Oder aber sie macht jetzt so richtig viel, so 50 oder so, weil sie denkt, wir erraten es eh nicht. Wir nehmen die Mitte. 25. Okay. Kriegst du 25 überhaupt? Ja. Ja. Alter, das ist... Oha. Oha. Ja, aber das ist mal neu beraten. Das haben wir nicht so gut. Aber ey, die Theorie war richtig. Ja. Wir nehmen ich hätte vielleicht 100 dazu nehmen. Wir nehmen nicht 25, sondern wir nehmen so. Ja, du. 50. Wir nehmen 50, ja, wir sagen wir nehmen 50. Das. 50. Okay, nein, ja? es gibt keine Face-Card. Leider nicht. Ey. Oder warte, wir machen so. Ah, nee, warte, wir haben es nicht erraten. Wir geben. Nein, warte mal, 25 es, an jeden. Wir haben es nicht erraten. Die Karte kommen wir zurück. Weiter geht's. So, Max, jetzt bist du erstmal dran. Okay, Schokocrossis sind ja lecker, die sind super geil. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich sag, die kosten 2,69 Euro. 1,99. Du hast gar nicht auf mich gehört. Was hast du gesagt? Ich habe mal 2 Euro gesagt. Ich habe gar nicht gesagt, ich habe 2 Euro gedacht. Oh, gedacht. Sag mal. Pombeeren. Was denkst du? Was sagst du? 1,99. Falsch abgelesen. Was? 1,39. Er meint doch gerade so voll stolz, dass er es gesehen hat. Ach so. Ich glaube, du brauchst eine Brille, kann das sein? Ja, ich glaube auch. Ich habe hier extra so ein Vierer-Pack. Ein Vierer-Pack Cola? Ja. Ich darf raten, was es kostet? Ja. Ich sage, es kostet 5,89 Euro zuzüglich Pfand. Du hast du abgeguckt? Nein. Aber wieso errätst du das so extrem genau? Guck mal. Wieso weißt du das? Komm mal rüber. Sag jetzt nicht, dass da was ist. Nein, ich musste mir gerade so meinen Schuh zubinden, weißt du? Oh nein. Und weißt du, was ich denn aus Versehen hier gesehen das habe? Geschummelt. Ich muss schon schauen, gut, dass dann wir den Preis nicht sehen. Das, ich hab den ja nicht gesehen vorhin. Nur auf deiner Seite. Fernseher. Esch. Okay, Esch, du darfst gucken. 1 Euro. Powerade kostet in jedem Preis, Laden kostet es 1 Euro. Also, den Preis wissen wir schon, ja. Ja. Safe. Okay. So eine Preise weiß man einfach, weil es einfach geil ist. Na gut, weiter geht's. Esch, was sagst du? 1,69. Ich sag 3,99, wer es richtig hat. Woher weißt du das? Was, woher weißt du? Das ist, wie viel? 1,69. Woher weißt du das? Weiß ich. Wirklich? Ja, wirklich. Auf den Cent. Alter, ist das irgendwo drauf? Oh, hab ich nie gesehen. Das ist du musst es auch schlau machen, ne? Ja, okay. Brauche ich auch nicht. Kleine Planänderung. Halt mal kurz, Esch. Mama, Augen zu. Okay. So, darf ich jetzt erraten? Ja, warte. Was kosten die Kippen hier? Okay. Guck mal. Was sagst du, was das hier kostet? Darf ich gucken? Dieser Spaten hier. Was kostet ich würde sagen, der? 20 Euro. Alter. Esch, zeig mal den Preis auf der Seite. 20 Euro. 19,99. Ey, Mama. 15,20, den brauche ich nicht. Der schenke ich dem Papa. Nein. Darf ich für 20 Euro einen Spaten? Du hast es richtig erraten, du bekommst ihn jetzt. Langweil. Was zahlst du? Ja, für dich. Was denkt ihr, was das? 39,99 Euro. 20. Wie viel? 39 Euro. Beides falsch. 34,99. 34 Euro? Ja, das ist voll so ein cooles Teil. Was? Geil, ne? Ist das ein Sitzkissen oder was? Ja. Für wen? Kissen. Für Esch? Ja. Vor 5 Jahren? Schade. Kein ja, Einhorn leider, für uns. Nein, leider kein Einhorn. Was kostet der? 15 Euro. 20. Also was denn jetzt? 20.
14,99. Oh, ich wäre mit 15 richtig ernsthaft, ne? Ja, 14,99. Musst du erwarten? Er ist korrigiert nochmal. 20 Euro. Was denkt ihr? Okay, also wir müssen jetzt überlegen. Erst, wir machen zusammen. Okay, wir einigen uns auf einen Preis, was es sein könnte. Okay, der ist wie groß? Guck mal, weil hier sind ein paar Infos drauf. Wie groß ist der? 43 Zoll, okay, ich tippe um die 500 Euro auf jeden Fall. Auflösung Ultra HD, okay, machen wir, okay, fit. Standardausrüstung von so einem Fernseher. Philips, okay. Wir haben bei uns oben einen Philips mit Hintergrundbeleuchtung. Ja. Hat der schon noch nicht, also ein bisschen günstiger. Ich tippe so 450 bis 500. Was sagst du? 360. Warte, stopp, wir müssen also eine Sache einigen. 400 oder 300, im 300er Bereich. Nein, nicht 300, vergiss es, so günstig ist der nicht. Wir sagen 400, okay. Sie lacht, 600. Nein, wir machen 450. Okay. 450 ist eingeloggt. Ich hab das Digga, der ist runtergesetzt. Ja. Ich hab's aus gesagt. Der Werbung. Ja, aber... War wohl nicht. Schade aber auch, oder? Aber die Überlegung war so gut. Mhm. Okay, wir haben noch ein paar mehr Chancen, ah. Komm. So Jungs, Smarties Joghurt. Smarties Joghurt? Ash, was sagst du, Smarties Joghurt? Wie viel? 79 Cent, sag ich. Versuch dich zu ändern. Nein, ich hab den Fritz-Kind immer geholt, aber das kostet. Ich sag 79 Cent. Wenn du jetzt nicht sagst. Du hast immer 49 kostet. Ach, jetzt sag keine 50 Cent für so ein Smarties Joghurt. Doch. Never. Niemals. 79. Wir sagen beide 79 Cent. Ich glaube 85. Ja, ist 85 Cent. Schade. Nächstes Mal. Dreierpackung Maxi King. Ash, komm mal her. Hast du Vermutungen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. 1,39? Hey, ich hätte auch irgendwas so gesagt. 1,39. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab gerade geguckt. Okay, guck schnell nach. Komm mit. Ohne Trostig. Auf 1,49 da oben rechts. 1,9. 10 Cent, Mann. Ist egal, nehmen wir mit. Eigentlich habt ihr fast erraten, die 10 Cent. Das ist sehr nett. 4,29 kostet hier die Pizza. Mal gucken, ob nächstes Mal errät. Da bist du hin und wetsch. Ich hab die schon mal gekauft tatsächlich. Okay, ist auf jeden Fall eine Mozzarella-Pizza. Mhm. Ich sage tatsächlich, es steht auf jeden Fall nicht drauf. Mal, fast ein halber Kilo ist das. Ich sage, die kostet 3,69 €. Ich glaube, es waren 4 Euro noch was. Ich kann mir die Preise nicht mehr merken. Ah. 4,49 oder sowas. Schade. Was macht ihr hier? Hey, lass das mal. Hallo, hört so, auf. Okay. Oh Mama, was nur? Ach Junge, willst du mich verarschen? Also, was denkt ihr? Ashley, da überlasst Fruit dir Loops? Den ersten. Oh, die sind lecker. Ja, ich mag die auch. Oh Junge, gar keine Ahnung. Habt ihr gerade gequält oder was? Nein, okay, Ash. Deine Vermutung? 1,69. 1,69, never. Ich sag 2,69. Ich sag 2,99. Kannst du haben. Ach, auch falsch. Nein, nein, nimm mit. Okay. Die Prozent jetzt. Meins. Guck mal, ich kann nicht mehr jeden Tag zum Frühstück werden. Okay. Ich setze mich zu euch runter, bei dir in dein Zimmer. Esse schön diese Müsli, so richtig schön, weil die so geil sind. Ja. Und du hast sie nicht. Okay. Und dann denkst du dir, Mist, ja. Hätte ich sie bloß richtig erraten. Aber 1,69 wäre zu wenig, also es okay. Kostet mehr. Ich habe noch eine Idee, was wir zuerst raten können, und zwar Red Bull. Okay. Komm. Okay, Leute, wir sind beim Red Bull-Regal angelangt. Okay, die Preise sind, glaube ich, ziemlich klar hier so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Ash das weiß, ist ziemlich hoch, glaube ich, ehrlich gesagt. Der Safe schon geguckt. Ich hoffe, wir machen mal ein bisschen Platz hier für die ganzen Leute, die hier durchwollen. So, Ash, mach mal kurz Augen zu. Und das, was er nicht geguckt haben wird, ist ein Viererpack. Was kostet das? Keine Ahnung. Ich habe nie Viererpack gekauft. Keine Ahnung. Ja, dann rate. Wenn du es errätst, dann wirst du was gekauft. 4 Dosen auf einmal. Überleg, was denkst du, kostet eine Dose? 1,39. Getrunken. Das ist falsch. 1,19. Hast du erraten? Du hast geguckt. 4,76 €. Hat er erraten? Er hat geguckt. Hab ich nicht. Das wird nichts. Du hast es ich abgelesen. Aber das ist ekelhaft. Ich will mir einen Cent. Auf den Cent. Das zählt nicht. Die schmeckt nicht. Und das ist auch nicht. Die Leute, also. Da Ash sowieso noch viel zu jung für Red Bull ist, darf er leider kein Red Bull bekommen. Und er hat sowieso nicht richtig erraten. Oh, das habe ich letztens noch im Laden. Das habe ich letztens bei Rewe geholt. Zwei sind noch. Habe ich nur das geholt. Ich habe euch irgendwas mit 1,50 bezahlt. Mit Pfand. Minus Pfand. 1,25. 1,30 circa. Richtig. 1,29. Oh mein Gott, Alter. Ich habe mich daran erinnert. Hast du mal eine gute Sorte ausgesucht? Was denkst du? Ey, als ob Pringles 2,79. Nein. Die kosten 2,79. Safe nicht. Ich weiß, dass zu 100%, dass die 2,79 € kosten. Okay. Stimmt doch wohl, 1,29. Oder?
sind im Angebot. Alter, die sind. Hä, oh, niemals Junge. Etwas, die so sind teuer. Angebot. Im Angebot. Im Angebot sind die so günstig. Steht da ganz groß. Ja, auf der 50%. Werbung. 50%. Mhm. Lass mich raten. Niemand kauft mehr. Wir haben jetzt alles. Wir sind fertig. Einkauf ist bezahlt. Richtig geile Sachen mit dabei. Also erstelle Powerade, richtig fresh. Ich kann mich nicht an die erinnern. Nein, der hat das auch instant erraten mit dem Euro. Bei mir jetzt auf jeden Fall noch Cornflakes. Okay. Komm, scheiß Kofferraum rein, das Ding. Dann vier Flaschen, also beziehungsweise 4 mal 1,5 Liter Cola, 6 Liter Cola. Du hast viel mehr als ich, ne? Jo, Ash, wenn du willst, kannst du gerne was abhaben. Ich nehme nur ein Maximo, okay? Genau, Maximo. Das 3. Und noch die Wasserpistole. Ja. Die ist für Leo gedacht eigentlich, ne? Hast du ja gedacht. Falls er nachher Scheiße baut, kann man so. Piu, piu. Ja. So, okay, richtig fresh. Für den Sommer richtig geil. Und dann noch ein Dirty für mich. Ich freue mich. Bisschen ungesund, aber egal, oder? Machen wir nicht jeden Tag, ne? Aber was gut ist, also das Schlechte ist, wir hätten eigentlich noch einen Fernseher haben können. Wir hätten so viel noch haben können, zum Beispiel eine Pacer-Account. Stimmt, dann hattest du ja auch 50 Euro, ne? Vielleicht nächstes Mal. Sollen wir das Ganze nochmal machen? Schreibt es jetzt nicht auf.